Moin Giorno und willkommen zu einem neuen MFB-Unboxing im Monat Juni. Kurzes Statement vorab seitens MFB. Und zwar habe ich da ein Statement gelesen, die haben aktuell gerade gewaltig Probleme bei der Beschaffung von Ködern. Aber nicht nur die, der ganze Weltmarkt, der Handelsmarkt ist ja komplett ja, im Wanken und läuft kaum noch wie gewohnt. Von daher auch die Angelbranche ist betroffen. Und damit jeder einigermaßen zufrieden ist, hat MFB sich jetzt überlegt, es kann vorkommen, dass es Köderdoppelungen gibt, damit man genügend Köder in diese Box bekommt. Also nicht wundern, jeder, der sich jetzt ab aktuellen Abonnement sichern wollte, rechnet damit, dass ihr vielleicht auch Köder doppelt in eurer Box haben werdet. Als Goodie wollte MFB, glaube ich, noch einen extra Köder reingeben, aber als Entschuldigung dafür. Ja, aber da könnten wir größtes Verständnis zeigen, weil deren Schuld ist das nicht. Und ja, von daher geht ganz, ganz vielen Branchen so. Aber genug gequatscht, wir fangen jetzt mal an. So, wir beschäftigen uns zuallererst mit der Ultra-Leicht-Box und die Pro-Box, die folgt auch noch im weiteren Tagesverlauf. So, hier haben wir sie schon. Und los geht's. Mal gucken, ob wir hier auch schon gleich Doppelungen drin haben. Ich glaube, ein Timing wurde jetzt nicht genannt. Schauen wir mal rein. Okay, das haben wir recht selten, glaube ich, hier. Wir fangen schon mal an mit Fluorocarbon, bin ich der Meinung. Super 21 FC von Suffix. Okay, das sind 10 Meter, 10 Lips. Und ja, das ist eine 30er Schnur. Damit könnt ihr auf Zander gehen oder auf Dick Barsch. Geht natürlich auch, aber ist schon fast ein bisschen zu dick dafür, aber ja. Geht auch. Ich denke, das ist eher hier für Zander geeignet, die 30er Schnur. Und ja, ich zeige sie euch einmal so in die Kamera. So sieht sie aus. Das sind 10 Meter auf dieser kleinen Einwegspule. Müsste das sein. Und ja, wir machen mal weiter. Jetzt habe ich hier noch so ein Hardbait von Savage Gear. Das ist hier ein Jigspinner. Der Fat Tail Spin von Savage Gear. Immediate Rotation IR, also für eine unverzügliche Rotation. Beim Absinken schon beginnt dieses Blättchen hier hinten gleich zu spielen und zu drehen. Und das ist natürlich ein sinkender Köder, ist klar. 5,5 cm lang, inklusive dem Rotorblättchen hier und 9 Gramm schwer. Ich hole ihn mal raus, der sieht sehr realistisch aus. Auch von der Körperform des Jigspinners muss ich sagen, eher neutral gehalten, beziehungsweise echt. Da ist jetzt so ein Vera Cup oder so. So ein hochrückiger komplett anders. So, wir sehen den Köder jetzt hier im Bild. Nochmal hier ein silbernes, blitzendes Rotorblättchen. Oder ein Spinnerblatt nennt es sich das ja. Mit einem Savage Gear Logo. Ein Drilling haben wir dran. Und eine Einhängung von oben am Rücken. Was auch immer wie so eine kleine Rückenflosse natürlich auch nochmal aussehen kann. 3D-Augen, so eine kleine animierte oder imitierte Brustflosse. Macht einen guten Eindruck auf mich und schöne Farbe. So, ganz kurz weggepackt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Der Savage Gear Aufkleber ist natürlich immer drin. So sieht er aus. Und zur Farbe, das ist Sinking Ayu. Also die Farbe ist Ayu. Gut. Machen wir weiter. Ah, dann habe ich hier schon mal einen Spinner, einen Blue Fox Spinner. Okay, der kommt mir bekannt vor. Aber ich bin der Meinung, wir hatten den schon mal in einer sehr viel kleineren Größe, aber sonst hatten wir auch schon einen Blue Fox Spinner. Und ja, gar nicht schlecht. VMC-Haken sind verbaut, also tolle Qualität. Und BF3G, okay, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Cover the Water. Ja,
Den werden wir auch so ganz schön sehen können, ohne dass ich ihn jetzt raushole aus der Verpackung. Es ist die Größe 8 Gramm, aber Größe 3 vom Spinnerblatt. Was haben wir hier noch? Dieser hier hat einen angegebenen Köderlauf von 0,6 bis 1,3 Metern. Ja, ich bin der Meinung, den kleineren hatten wir auch bei MFB drin. Und ja, Spinner geht immer. Wie auch der Lolli. Okay, ist noch richtig prall gefüllt, also muss ich sagen, fällt mir jetzt mal auf. Oh, jetzt haben wir hier so eine kleine Krabbe. Sehen wir hier gerade. Mal gucken, ob das noch als Trailer dienen soll. Oder ob das einfach so eine Beigebsel ist. Vielleicht steckt da mehr hinter. Gucken wir mal an. So eine kleine Garnele hier. Okay, schön. Eine Spoon für die Forellenangler. Und das ist ein Berkeley Area Game Spoon. Ja, die Farbe ist sehr, sehr, kommt sehr häufig vor. Habe ich selber auch schon im Programm. Und die Besonderheit ist hier, dass wir hier einen zweiten Haken dabei haben. Das ist immer ganz cool, weil die kampfstarken Forellen biegen den ein oder anderen Haken doch mal auf. Und jetzt weiß ich nicht, sind das beides die gleichen Hakengrößen? Kann ich so nicht erkennen, aber ich würde jetzt sagen, ja. Ja, das sieht mir ganz danach aus. Aber schön. Shisai. Das ist ein 2,2 Gramm schwerer Spoon. Und ja, bei dem Forellenangeln ist es immer ratsam, eine große Vielfalt an Farben mit dabei zu haben, weil die ja immer ein bisschen zickiger sind, die Forellen. Und nach jedem 20. Wurf würde ich dann auch schon mal die Farbe wieder wechseln, wenn er jetzt nicht gefangen hat. Ja, den haben wir so ganz gut gesehen, ohne dass ich ihn ausgepackt habe. Sieht aus wie so ein kleiner Jamaika-Spoon von der Farbe her. Weiter geht's. Alter Spiele, also dieser richtig voll. Cool. Apache. Travels by Mustard. Also Mustardhaken sind das. Und S60TW. Die, ist ein 6 cm langer Köder. Und das ist ein Topwater-Köder, sehe ich gerade. Das TW wird dann für Topwater stehen. Und mir fällt auch gleich schon was auf. Hier ist der Stick. Ohne Tauchschaufel natürlich. Hat auch Rasseln eingebaut. Und könnt ihr sogar sehen, ist recht transparent hier der Köder. Und das Besondere nochmal ist, hier sind Drillinge dran. Und wir haben auch fischschonende Haken nochmal mit bei und auch mit so einem Öhr, seht ihr jetzt genau, sind nochmal Einzelhaken. Bisschen fischschonender unterwegs zu sein, jeder wie er mag. Ja, wenn die Fangquote auch so ganz oder die Haarquote auch so ganz gut ist, dann reicht natürlich auch ein Einzelhaken. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen? Sicherlich die Farbe. 6 cm habe ich schon gesagt. 3,5 Gramm ist dieser Köder schwer. Running Deep 0 Meter. Ja, klar, ist ein Topwater-Köder. Macht Sinn. Und ja, so sieht er aus. Der Apache. Gefällt mir ganz gut. Iron Claw S60TW. Firma ist Sänger. So, weiter geht's. Haben wir hier von Mikado Micro Jig Cats und die haben hier so einen kleinen, ja, einen Football-Kopf ist das gar nicht, aber so ein komplett runder Kopf ist das jetzt auch nicht. Aber der liegt eher mal gerade auf dem Grund. Und zwar sind hier 5 Gramm Gewichte drin in der Hakengröße 1. Und das ist entweder hierfür. Machen wir gleich mal hier mit weiter. Sehr schön. Neuke. Nochmal ein bisschen JDM drin. Cool.
Wobei die jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu klein sind dafür. Von daher könnte man ja schon fast eher die hier nehmen. Dadurch, dass diese hier, die Haken hier einen sehr, sehr kurzen Schenkel haben, bietet sich der natürlich an. Die Garnele. Auf der anderen Seite hätte dieser Köder hier, das ist der Smoke and Swimmer, natürlich derbe viel Spiel. Dadurch, dass der lange Schenkel oder kurze Schenkel den Köder nicht so starr macht und sehr, sehr viel Spiel hat. So, können wir mal hinten gucken, wenn ich die Köder jetzt einmal drehe. Ah, geht gar nicht, weil die ein Paddle Tail haben. Ich hole sie mal eben so raus. Beziehungsweise so eine Kufe, so eine Eiskufe hier. Ich zeige euch das mal so ein. In die Kamera, hallo. So, jetzt könnt ihr es, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Das ist so eine Kufe. Drücke ich mal ein bisschen mehr zurecht. Es sind drei Köder hier drin. Und hat natürlich auch ein schön weiches Gummi. Schön zum Inhalieren. Ja. Die Farbe, was können wir dazu sagen? Weiß ich so gar nicht. Steht auch, glaube ich, nicht drauf. Ist aber jetzt auch nicht entscheidend. Ist hier ein Purple, also ein Lila mit Glitterflakes und schnuppern tut er auch. Ja, ich packe ihn gleich mal ein. Das müsst ihr jetzt nicht mit angucken. Den hatten wir schon. Dann haben wir hier Snaps von Major Fish. Das ist kein normaler Egg oder sonst was. Das ist ein V-Snap. Das ist die Form des Snaps und das ist die Größe 0. Tragkraft 13,5 Kilogramm. Die V-Snaps von Major Fish positionieren die eingehängte Öse aufgrund ihrer Form immer mittig. Gerade bei Hardbaits hat dies einen positiven Effekt auf den Lauf. Der starke und gleichzeitig dünn drehtige Snap kann aber auch für Gummiköder verwendet werden. Genau, also diese länglichen V-Snaps kennt man eigentlich bei Hardbaits besonders in Gebrauch. So, und zu guter Letzt haben wir nochmal die Firma Mollex. Das ist der Kento Jig Swimming and Heavy Cover. Also für krautiges Gewässer haben wir hier einen fetten Weed Guard vorgesetzt. Das wird hier ein Tungstenkopf sein. Dann haben wir hier die Arme. Ich halte ihn so mal in die Kamera. Dann könnt ihr mal bisschen besser erkennen, was ich hier sage. Wir haben hier zwei verschiedene Farben von den Fransen her, unten ein bisschen dunkler, oben haben wir, ja, sogar gehen wir ins Lilane und jetzt seht ihr auch den Weed Guard. Das sind ziemlich viele, die kann man auch, wenn euch das zu doll ist, natürlich auch vereinzelt abknipsen, dann ist das ein bisschen weicher, falls die Köder oder die Fische nicht so richtig den Köder inhalieren können. Ja. Was können wir dazu noch sagen? 7 Gramm ist dieser schwer. Farbe ist die Nummer 127. Und hier bräuchten wir natürlich einen Trailer. Haben wir. Könnten wir so nehmen. Und ja, ich würde sagen, das war eine sehr, sehr gelungene Box. Und für mich ließ sich diesen Monat noch nichts erkennen von irgendwelchen Doppelungen oder Ware, die nicht in vorhanden oder ausreichender Menge vorhanden war. Von daher eine sehr richtig schöne Box. Hier noch mal eine kleine Werbung von MFB für die Topwater Box. Steht in den Startlöchern. Ich glaube, die ist auch schon bestellbar. Ja, dann auf der Rückseite nochmal so ein kleines Gewinnspiel. Kann ich euch mal in die Kamera halten. Das müsstet ihr auch so erkennen. Müsste in nicht 4K, aber Full HD Auflösung stattfinden, hier dieses Video. Von daher solltet ihr das alles gut lesen können, wenn ihr auf Pause drückt. So, ich räume jetzt hier mal auf und mache mich dann auch schon bald an die Pro-Box ran. Würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Und ja, ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Hoffe, ihr geht ordentlich noch fischen. Wetter hält sich ja gerade und macht ordentlich Laune. Alles klar, bis dann, ciao.